Wir sind's, die Smekal Brothers. Herzlich willkommen zu unserem neuen Let's Play. Teenage Mutant Ninja Turtles 4, Turtles in Time. Für den SNES. So, wir sind auch schon wieder schwer bewaffnet, wie ihr sehen könnt. Und wir sind auch verkleidet als unsere Lieblings-Turtles. Raphael und Donatello, yeah. Das Spiel ist rausgekommen. 1991, damals noch ein Arcade-Game und ein Jahr später dann auf dem SNES. Und die Turtles sind ja wieder brandaktuell, weil ein neuer Film rauskommt von Michael Bay, Teenage Mutant, Turtles heißt er einfach, oder, naja, ist ja auch egal. Und während dem Let's Play werde ich auch ein bisschen was erzählen zu dem Trailer, aber wir sind eigentlich hier, um unsere alten Kindheitserinnerungen zu wecken. Und wie früher, als wir, wie alt waren wir so? 7 oder so Turtle Time durchgezockt haben, jetzt, keine Ahnung, 15 Jahre später. Ich weiß noch ganz genau, Turtles in Time, das haben wir damals, da sind wir mit unserem großen Bruder auf den Flohmarkt gegangen und der hat das da für uns erboten. Genau. Für 15 D-Mark oder sowas, ein Schnäppchen. Und wir waren immer Turtles-Fans. Ich habe die Actionfiguren gehabt, es gab ja die Live-Action-Filme mit diesen kostümierten Turtles, die einfach auch saugeil waren. Ja. Dann die Zeichentrickserien natürlich, also wir sind Turtles-Fans durch und durch. Ja, so ist das. Dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an, oder? Genau. Also, 3, 2, 1, Cowabunga! Hey, jetzt kommen die Smekal Brothers, super starke Smekal Brothers, jeder kennt die Smekal Brothers, SMB Forever, fuck yeah! Yay, yeah, jetzt geht's los. Konami. Dann schauen wir uns das Intro an. Konami Presents. Das Intro von der deutschen Serie hat der Frank Zander gesungen. Was viele nicht wissen. Cooler Schlagersänger. So. Donatello, Michelangelo, Raphael und Leonardo. Alle benannt nach Künstler. Italienische Künstler. So, Turtles in Time. 1 Player, 2 Player. Klar, selbst erklärt. Time Trial ist, glaube ich, Zeit gegen Level und Versus halt gegeneinander. Aber wir schauen uns die Optionen Options an. So, dann die Controls vielleicht passen so. Jo. Das passt auch. Player Dash Auto machen wir mal, ne? Ach, wir wollten den Color Mode ändern. Genau, Color Mode Comic. Die schauen nämlich anders aus wie aus der Serie. Könnt ihr gleich euch einmal angucken. Es gefällt mir jetzt, sag ich mal, besser, weil nicht alle Turtles gleich ausschauen von der Farbe her. So, 2 Player. Cowabunga. So, genau. Da, ihr könnt schon sehen, Donatello, dunkle Haut, schaut aus eher so wie eine Kröte, aber ich find's cool. Evening News. This is April O'Neil reporting. The Crank klaut einfach mal die Statue. Der Shredder. Hey, Shredder. Bring that statue back. You bloated beanbag. Das war eine schöne Beleidigung. Big Apple. 3 a.m. So. Ralph und Don. Alter, ich freue mich schon voll. Dann lass uns mal ein paar Foot Soldier in den Arsch treten. Cowabunga! Da, ihr könnt sehen, Donatello dunkle Haut. Ich find's super. Es ist nicht so langweilig, alle schauen gleich aus. Oh, da kommt sie schon an mit dem. Allein die Musik, das ist weg der Erinnerungen. Das ist Wahnsinn. Und die Plan. Das ist wie auf King of the Dragons, je nach der Farbe, so stärker sind die Leute. Die Foot Soldier, auf Deutsch die Fußsoldaten. Oh, da ist ein Wrecking Ball. I came like, oh Gott! Ohne Miley diesmal. Tut aber bestimmt genauso weh wie mit Miley drauf. Wie ich gerade schon im Intro gesagt habe, der neue Turtles-Film kommt raus. Wen spielt die April Neve nochmal gespielt von der Ding? Wie heißt der nochmal? Keine Ahnung. Die, ach Gott. War das die, den Transformers auch mitgespielt? Ja, die genau. Megan Fox? Ja, genau, die Megan Fox. Und ganz ehrlich, Megan Fox ist, finde ich, total. Sie mag vielleicht eine gute Schauspielerin sein oder auch nicht, kann sich drüber streiten. Explodiert das aber, was? Ja, da kann man die Leute mit killen. Aber man hätte doch zumindest die Maske so machen können, dass sie fucking rote Haare hat. Aber viele haben sich, ich habe mich ein bisschen informiert über den Film, so was die Fans sagen. So. Viele Leute schimpfen über den Film, weil die Turtles nicht so ausschauen,
klar schauen sie nicht so aus wie in den Comics oder in der Animation, aber ursprünglich wollte Michael Bay, kennt man ja, hat eben auch schon Michael Bay hat auch schon Transformers gemacht. Da ist der Crank. Oh, der lasert ein bisschen rum. Der wollte am Anfang eigentlich die Turtles zu Außerirdischen machen. Also, oh leck, jetzt bin ich electrified. Kann man da nicht drüber jumpen? Doch, der wollte ursprünglich die Turtles zu Außerirdischen machen, bis halt wirklich die ganze Fanbase gesagt hat, was Außerirdische? Die Turtles sind Mutanten, ja? Keine Außerirdischen. Stell dir mal vor, die Turtles kommen irgendwie vom Planeten XY im Raumschiff und leben dann auf der Erde. Was ist das für ein Scheiß? Bullshit. Und deswegen haben sie auch die Entscheidung dann zurückgezogen, dass es praktisch, ja, dass sie Außerirdische sind. Finde ich viel besser. Und ja, die haben auch die Turtles unterschiedlich gemacht. Raphael, das ist der größte von allen. Michelangelo ist der kleinste, glaube ich. Es gibt schon zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir gerade das Let's Play machen, zwei Trailer. Ja, es ist halt nur CGI. Oh, da kommt der erste Boss, Baxter. Terminate the Turtles. Terminate the Turtles. Ja. Und ich bin trotzdem gespannt. Man muss gucken, wie der Film wird. Das Design schaut. Oh. Man muss gucken. Aber ich bin gespannt. Oh, krass, er hat mich an die Wand gepinnt. Das ist so geil hier, je öfter, je mehr Schaden die Typen kriegen, desto mehr leuchten sie rot. Der hat so eine fucking Blue Hand. Wow. Genau, und hier, das geht ja direkt um Mutanten. Der ist auch ein Mutant. Der Baxter, war das nicht ein Professor oder sowas? Ja, irgendwie sowas, ja. Oh, jetzt haben wir ihn kaputt gemacht. Weg mit dir. Jetzt? Cowabunga! See you. Alicat Blues. Guck doch mal auf die Zeit, gell? Ja, ist schwarz. Aber die Musik ist so geil. Oh, ja, wollen erstmal schön den Feuer dran gekillt. Was natürlich bei dem. Also die Steuerung ist hier in dem Spiel relativ simpel. Man hat bloß Jump, einen Schlag und das Steuerkreuz. Und eine Art Power Attack, wenn man A und B gleichzeitig drückt. Finde ich übrigens sehr witzig, weil der Raphael dann mit dem Fuß zutritt, anstatt seine Waffen zu benutzen. Aber egal. Genau, und ich mache so einen Kick mit dem Stab. Es sind halt doch Ninjas und ihr Körper ist halt doch die stärkste Waffe, die sie haben. Aber was ganz witzig ist, dass mehr oder weniger die Jump-Attacks hier am imbarsten sind. Also, wie man das schon aus den ganzen Beat'em-Ups kennt, sind Sprungkicks das effektivste eigentlich. Im Prinzip kannst du die Leute auch mit einem Wurf killen, mit einem Schlag. Ja, da musst du ja nah rangehen, weißt du? So ja, da, so ein Schlag, die Orange. Wow. Voll, du darfst nicht reinfallen, da verliert man Leben, gell? Nein! Na, das ist der Hulk-Move, ey. Den haben die Turtles schon gemacht, vor dem Hulk. Die waren grüner und cooler. Nimm du, ja. Pizza-Time. Pizza-Time. Wow. Oh, ich hasse diese Viecher. Ja, die sind echt behindert. Das sind so laserschießende Roboter. Hast du gesehen, wie ich da drüber gejumpt bin? Voll geil. Ja, oh. wir waren richtige, richtig krasse Turtle-Fan. Als das gewahr. Als wir Kinder waren. Ja, klar, Turtles jetzt auch immer noch, aber... Zum Beispiel, wir hatten früher Zwergkaninchen. Mein Zwergkaninchen hieß Donnie, also von Donatello. Tja, meins hatte keinen Turtle-Namen. Sondern? Buster Bunny, wie der Sohn von Bugs Bunny. Yay! Und das Spiel wurde eben geremaked. Welches Jahr war es? 2006 wurde es geremaked. 2006 für Xbox und sowas. Und wir haben selber nie gespielt, aber es gab auf Game One gab es mal einen Test davon, weil die auch große Turtles-Fan waren und vor allem von Turtles in Time. Die haben sehr geschimpft. Die haben gesagt, das hätten das Spiel total ruiniert. Sie haben sogar ein Level weggelassen. Ich nehme es mal, weil ich weniger Leben habe, weißt du. Die haben sogar ein Level weggelassen, ich glaube nämlich das vierte im Technodrom. Und wie kann man das Level im Technodrom weglassen? Also was man einfach sagen muss hier, Standard Arcade Game eigentlich relativ simple Moves. Ja. Und
Was am einfachsten effektiv ist, um die Gegner auseinanderzuhalten, sind Farben und ganz klar der Continue-Charakter. Man hat halt Leben und dann, wenn man praktisch verlieren würde, also komplett gestorben ist, dann kann man in einem Arcade-Game halt Münzen nachwerfen. So. Wie bei Ding einfach, ne? I'm gonna mangle your green slime balls. Ist genau wie bei King of the Dragoons eigentlich gewesen. Genau. Also, das sind viele Games damals, ja. Als Arcade-Game geplant oder auch realisiert und dann hat sich das einfach so gut verkauft, dass die Titel dann auch für die Konsolen rausgekommen sind. Verständlicherweise, natürlich, also. Ja, genau, immer mit dem Geld nachwerfen. Genau. Es gab, in Amerika gab es ja auch oft diese Mentalität auch von Spielhallen und sowas, ja. Es gab es jetzt bei uns eigentlich, es gab schon so Spielautomaten und sowas, aber so eine richtige Spielhalle, wo man hingeht, den Nachmittag vertreibt, waren wir jetzt nie als Kinder eigentlich. Ja, wir waren aber auch. Wäre auch schon eine Generation später, ehrlich gesagt. Also ja, aber gab es sowas wirklich bei uns eigentlich nicht, oder? Keine Ahnung. And the Cap Blues Kid. Kawabanga! Wir haben beide mit genau einem Strich überlebt. So, an dieser Stelle müssen wir auch schon wieder Episodenpause machen. Genau, dann. Jetzt machen wir noch kurz auf Pause. So. It's Showtime, Bonus Stage. Oh, wir können keine Pause machen. Hä? Bonus Stage heißt Bonuszeiten-Episode. Okay, Bonus Stage heißt Bonuszeiten-Episode. Wuhu! Mach mal du oben, ich mal unten. Okay. Die Musik ist auch genial einfach. Ach cool, wenn man ein Level weitergekommen ist, hat man wieder volle HP. Ja. Weil wir beide waren noch gerade etwas low. Blauen springen. Oh no, jetzt hab ich verkackt. Falls ihr auch früher auf Super Nintendo gespielt habt, es gab noch ein anderes Spiel, was wir vielleicht auch mal machen werden, Battletoads. Das war im Prinzip, das waren zwei Kröten, ne? Und das war aber eigentlich auch mehr Kröten als zwei. Ja, genau, eine wurde entführt, aber. Was ist denn eigentlich das bitte? Was sind denn das für Abwässerkanäle? Wo so Fallen gelegt sind. Vor allem auch, wo so, oh shit, wo so Teile von oben runterkommen. Das ist die Müllentsorgung. Ey, komm, weil ich jetzt gesprungen bin, habe ich das Leben nicht bekommen. Oh. Ah, die Aliens. Oh, oh. Kann man die killen? Ja, schon, ne? Jump Kick. Eden, das ist ein Jump Kick. Neu. Hat er mich schön auf die Fresse gelegt, ey. Und Kaubanker. Weißt du, was Cowabunga heißt? Das ist ein Gruß, den hat ein indianischer Häuptling benutzt. Genau. Und der wurde dann von Surfern übernommen. Pizza Time! Oh, da warst du ein bisschen besser als ich. Noch einen Punkt vor dir. Was kommt denn jetzt? So, das war sie also, die Episode 1 von unserem neuen Let's Play Turtles in Time für den SNES. Ihr dürft gespannt sein, was uns am Ende des Bonus-Levels erwartet. Schreibt in die Kommentare, was könnte es sein? Vielleicht kennt ihr euch aus in Turtles, man weiß es ja nicht. Man munkelt. Abwasserkanälen. Was könnte da so unterwegs sein? Schreibt es in die Kommentare und wir sehen uns wieder bei der nächsten Episode von Turtles in Time. Und wenn es wieder heißt, Cowabunga!